Okay, zurück beim Metro Last Light und wir befinden uns nach längerer Zeit wieder mal im Schleichmodus. Nachdem die letzten Passagen eher mit Waffengewalt zu überwinden waren. Was sind das? Irgendeine Presse, ha? Huh? Sieht cool aus. Ich habe ein paar Filter off-camera gesammelt. Bin jetzt auf 21 Minuten. Das gibt mir vielleicht in der nächsten Oberflächenpassage wieder wenig Zeit zu looten. Oh, da ist es schon soweit, ja. Die Zeit der Gasmaske bricht an. 21 Minuten klingt viel, aber in der Praxis ist das nicht viel. Du hast die. Gut, jetzt weiß ich wofür. Ich bringe mehr. Ja, bitte, ja, mehr. Und bring mir auch gleich das Notizbuch da. Ich helfe. Nicht immer genug Kraft alleine. Hm? Kannst du nicht mal die Tür aufmachen? Nehmen Sie Minkin und folgen Sie dem Weg. Wir holen vielleicht noch die Karawane ein. Klewinski, Sie bleiben hier. Da war ein Tagebuch. Wie komme ich denn da hin? Jawohl. Einartig. Oh, Scheiße. Mach ich denn das? Ich habe noch meine Messer. Bin im Schleichmodus. Scheiße, zu zweit. Ich glaube, die müssen mal. Die holen wir nicht ein. Die sind lange weg. Wir sollten es versuchen. Sehen die nicht, wie ich rauche? Eine Karawane. Weil wir Befehle haben und jetzt abrücken. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir sie haben. Jetzt muss ich schnell sein, ha? Erst ihn. Was? Und dann ihn. Ja. Und hoffen, dass sie ihn nicht sehen. Er hat auch Filter. Klar, alle haben Filter. Es gibt mir Zeit, aber immer nur eine Minute. Ah, da geht's. Hier hätte ich mich verstecken können, bis sie weg sind. Aber die wären wahrscheinlich nie weggegangen. Man erwartet von mir, dass ich kille. Den können wir von hinten nehmen. Wie ein Mann. Oh, schau, er zuckt noch. Oh, ist das ekelig. Ich hasse es, wenn sowas glitscht. Ha? Huh? Wer soll mich da gesehen haben? Es ist ja niemand mehr da. Und auch der da. Er glaubt, er kann pfeifen. Kann ich da hinten vorbeischleichen? Ja, ich kann ihn auch von hinten nehmen. Glaube ich. Hey, war das? Nein, das war nicht. Die Messer sind auch praktisch. Ich habe mehr oder weniger das gesamte Spiel ohne Messer gespielt. Also ich bin ohne Messer ausgekommen. Da könnte ich rauf. Ich habe mir also selbst ein Handicap auferlegt. Wieder mal. Wir sind hier. Was? Oh, sind die doof. Das ist ja schon... Das grenzt ja schon an. Weiß nicht. Ist schon fast... Nimmt das komödiantische Züge an. Ich wechsle mal. Blinkt schon? Nein, ich habe noch eine Minute 22. Also wieso? Oh, von der Seite. Eine von uns hat erwischt! Eine von uns? Das ist ein Herr. Ah, jetzt piepst's, okay. Was? Nein, nicht abnehmen!
Du hast jetzt abgenommen. Du sollst Gasmaske aufsetzen und den Filter wechseln. Also. Geht ja. Man muss ihm nur gut zureden. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Wir haben sie alle erledigt. Ich höre zwar noch ein Funkgerät. Static. Auch ein schöner Ausblick. Und da waren wir ja schon. Gibt keinen Grund, zweimal alles abzusuchen, wenn die Zeit drängt. So. Diese Schleichpassagen sind schon extrem einfach. Sofort ihren Arsch da weg. Jawohl! Muss ich die Damen an die Hand nehmen? Verdammt nochmal! Nennen Sie mir Ihre Befehle! Wir sollen das Lager infiltrieren und auf einen Ranger mit einem Tier warten. Ja. Und fangen das Tier. Sie wissen es also noch. Da könnte ich lang. Oder da. Sie, was jetzt? Noch mehr Leute wissen von uns. Sehr rot, sehr begierig zu töten. Vielleicht hätte ich doch da oben. Ich sehe nichts mehr wegen deiner blöden Sicht. Ich sehe nur noch Gegner, sonst gar nichts mehr. Filter leuchten mir schon 3 Kilometer entgegen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ist ja nicht so, als würden wir einen normalen Spion suchen. Kleiner Spion, du. Dann ist er halt ein Ranger. Und wenn schon, wir sind sehr ziemlich harte Kerle. Er ist nicht nur irgendein Ranger. Harter Kerl nennst du das? Hat er einen ganzen Trupp ausgelöscht. Wenn ihr so blöd seid, gehört's euch nicht anders. Dann sollten wir besser vorsichtig sein. Wow. Halten Sie endlich die Klappe und genau. Verstanden. Würde ich auch vorschlagen. Ja. Wenn ich das Messer zurückbekomme, gibt es eigentlich keinen Grund, es auch einzusetzen. Sie hätten es so machen sollen, dass man das Messer nicht zurückbekommt. Noch mehr Krieg. Wer ist da? Wir haben doch gerade erst mit den Faschisten Frieden geschlossen. Ist noch kein Jahr her. Wir haben keine Wahl. Die hat mich jetzt echt gesehen. War einen Moment abgelenkt. Ja und? Was ist den kann ich nicht. Bro, was ist mit ihm? Oh, sie haben mich gesehen. Naja, ist auch egal. Oh, doch, es ist nicht ganz egal. Ja, das war jetzt ein bisschen zu wagemutig, ich gebe es zu. Man wird etwas leichtsinnig. Wenn es zu leicht ist. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ist ja nicht so, als würden wir einen normalen Spion suchen. Wir müssen auf uns aufpassen. Dann ist er halt ein Ranger. Also das war, glaube ich, kein Fehler. Ziemlich harte Kerle. Er ist nicht nur irgendein Ranger. Die alle mal auszuschalten. Wo leuchtet der hin? Was? Haben sie mich jetzt? Glaube ich aber nicht, ja? Die stehen im Licht. Könnte einfach alle über den Haufen schießen. Zeit zu sparen.
spricht eigentlich nichts dagegen. Wo sind sie jetzt eigentlich? Drüben ist einer. Der leuchtet mich mit seiner Lampe an. Dann wundert er sich, wenn er getroffen wird. Naja, vielleicht wundert er sich eh nicht. Irgendwo hockt da einer mit dem Zielfernrohr. So ist es eigentlich schneller. Wieso kann ich ständig diese Masken wechseln? Schau. Versteh's nicht. Wo ist denn das Rindvieh? Ach, hier. Komm raus, bringen wir es hinter uns. Ist er abgehauen? Fällst du um? Konnte sich nicht entscheiden, ob er sterben soll oder leben. So, dann nehmen wir denen eine Maske weg. Schau, ich könnte schon wieder wechseln. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, man kann nur Masken wechseln, wenn die eigene kaputt ist. So war es zumindest im ersten. Im ersten Spiel. Metro 2033. Ja. Ich glaube, ich krieg dann auch volle Luftfilterdauer. Was? Oh Gott, nein! Den habe ich übersehen, sorry. Gut, dann schlage ich vor, ich melde mich wieder, wenn ich an der Stelle bin. Bis gleich. Okay, ich bin zurück. Hab sie alle schleichend ausgeschaltet diesmal. War gar nicht so schwer. Und jetzt habe ich über 30 Minuten Luftfilter. Ist das nix? Da brauche ich auch nicht reinschauen. Und ja, ich weiß eigentlich immer noch nicht, wo ich hin muss. Beziehungsweise warum ich irgendwo hin muss. Da geht's lang, ne? Ja. Schauen wir noch kurz da in den Raum. Ne, da geht's gar nicht rüber. Das ist eine. Sie schon wieder. Schwarz und rot. Sie haben Angst und wollen dich immer noch töten. Ja, ja. Das bin ich gewohnt. Macht nichts. Macht ja nichts draus. Ein Gewehr mit Schalldämpfer wäre das gewesen. Aber ich knock sie einfach alle aus. Oder verwende mein Wurfmesser. Das Wurfmesser ist super. Gibt's nix. Meine Faust und das Wurfmesser. Mehr brauche ich nicht. Sind die doof? Die bewachen den einzigen Eingang nicht, alles andere schon. Und das nicht doof ist. Ich kann ja dann mehr oder weniger durch die Tür kommen, sonst gibt es ja keinen Eingang. Und genau diese Tür, die hier reinführt, die haben sie nicht bewacht. Bist du gestolpert? Sorry, tut mir leid. Kann passieren. Ja, durch die Verwendung des Wurfmessers verschenke ich natürlich diesen Bonus, dass ich sie nicht kille, das stimmt schon, aber darauf habe ich ohnehin keinen Wert gelegt im Zuge dieses Playthroughs. Oh.
Der hat mich direkt angeleuchtet. Hat mich trotzdem nicht gesehen. Oh Scheiße, jetzt haben sie mich aber. Das hat er gesehen. Jetzt wissen sie aber auch, wo ich bin, oder? Was keinen Sinn ergibt. Oh, ich bin irgendwie schlecht platziert hier. Ich habe keine Rückzugsmöglichkeit hier. Nee, sie wissen nicht, wo ich bin. Okay, immerhin. Hoffentlich verrät mich das Gepiepse nicht. Ah, wie sie rumwuseln. Oh, der fällt ihnen auf den Kopf. Wie peinlich, ha? Wieso kann ich da nicht runter? Ich muss die Messer dann wieder zurückholen, weil die sind Gold wert. Mann, das sind viele. Wieso finden mich die nicht? Was für eine... Nur. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, da oben, ha? Wo ist er? Da ist er. Tot. Da oben ist auch noch einer. Wo ist er? Da ist er. Ich glaube, es war... Warte um ihn geschehen. Was das? Ich glaube ja, dass mich die jetzt nicht überwältigt haben, ist wirklich ein Armutszeugnis für die Kameraden. Der ist geglitscht, der Arme. Schau, das würde ich auch sagen, ja, verflixt. Komm zu dir und erlöse dich mit einem Handkantenschlag am besten. Au. Sind wir wieder auf 31. Es hat gespeichert, das heißt, es werden keine Feinde mehr hier sein, nehme ich mal an. Ich habe alles leergeräumt hier. Ganz allein. Darauf muss ich noch, weil der eine hat ein Messer stecken. Seinen Wanst. Oder ist der runtergefallen? Nein, der war hier. Da ist er. Nee? Kein Messer. Wo ist mein Messer? Wie viele Messer habe ich eigentlich? Das ist es nicht. Ich habe schon wieder die... Vier Messer habe ich. Bin stolz drauf, dass ich mir die Steuerung gemerkt habe. Nämlich etwas umständlich. Man muss Y halten. Normalerweise wechselt man damit die Waffen, aber nicht hier. Okay, man könnte oben rum oder unten rum. Du kennst ihn und er kennt dich. Hat sich aber nicht vorgestellt.
Nächster Abschnitt. Oh, das ist wieder so eine Szene. Oh Gott, immer dasselbe. Was denn? Meine Gasmaske ist kaputt. Ein Flashback. Nein, sie haben mich gefangen. Alles klar hier? Natürlich. In D6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Ach so, ich bin Lesnitzky. Das war eine Gedankenverschmelzung mit dem, der mich angegriffen hat, oder was? Perfekt, Lesnitzky. Jetzt sind Sie dran, Genosse Morozov. Wir müssen Molotow einen Test mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andrejewitsch aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnitzky? Ja, Genosse General. Das war Lesnitzky? Du hast einen deiner eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich. Finger weg. Dann fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Interessant. Aber ich bin zu erschöpft. Muss anhalten. Schade. Gerade wenn es spannend wird. Also Storytelling ist nicht gerade die Stärke von Metro. Last Light. Muss man leider sagen. Das war Lesnitzky. Er ist sehr böse. Aber du hast recht. Töten ist schlimmer. Er war böse. Jawohl, weiter geht's und zwar in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.